Hey Leute, ihr wolltet ein Video, in dem ich euch die Materialien zeige, die ich benutze, um meine Werke zu kreieren. Seit letztem Jahr sind viele, viele neue Materialien hinzugekommen, denn ich habe viel experimentiert, habe geschaut, welche Materialien miteinander harmonieren, welche davon auf Leinwand funktionieren, welche eher auf Papier. Deswegen lasst uns keine Zeit verlieren, lasst uns direkt anfangen. Also, das allererste, was wir brauchen, ist ein Skizzenbuch, meine Freunde. Warum braucht man ein Skizzenbuch? Ganz einfach. Wir Künstler bekommen so viele Ideen und Ideen sind, wie wir wissen, sehr, sehr flüchtig. Und damit wir diese flüchtigen Ideen aufs Papier bannen, schnappen wir uns ein Skizzenbuch, damit sie nie wieder aus unseren Händen entweichen können, damit wir sie irgendwann in Form eines Gemäldes umsetzen können. Aber es ist mehr als das, Leute. Wir brauchen ein Skizzenbuch auch, damit wir üben. Natürlich. Irgendwann kommt noch ein Anatomie-Tutorial, Leute. Ich habe es nicht vergessen. Aber ein Skizzenbuch ist eben nicht nur da, um Ideen festzuhalten, sondern auch, um sich zu verbessern, zeichnerische Fähigkeiten und so weiter auszuarbeiten. Ganz, ganz wichtig. Deswegen dürfen wir nicht nachlässig sein. Wir müssen immer, immer am Ball bleiben und üben, Leute. So, ich finde das auch immer cool, wenn man hier die Seiten nummeriert. Dann motiviert man sich, immer durchzuhalten und bis zum Schluss die Seiten zu füllen. Ihr seht, 10 Seiten habe ich noch zu füllen. Dann ist mein Buch endlich voll. So, und um das Skizzenbuch zu füllen und alle anderen Aufgaben des Künstlers auch zu bewältigen, brauchen wir einen Bleistift, meine Freunde. Der Bleistift ist der erste und der wichtigste Freund des Künstlers. Ich kann diese Bedeutung gar nicht genug untermauern, denn der Bleistift ist immer der erste Berührungspunkt mit einem Kunstwerk, Leute. Wenn wir unsere Gedanken flüchtig aufs Papier bringen, benutzen wir einen Bleistift. Wenn wir unsere Ideen auf die Leinwand klatschen, benutzen wir einen Bleistift. Dieser Bleistift ist so ein unmittelbares Werkzeug, dass wir sofort ohne nachzudenken anfangen können. Ich habe lange, lange Zeit wirklich nur mit dem Bleistift gemalt. Keine Farben, nichts. Ich glaube, bis ich 16 war, habe ich keine Farben benutzt, sondern nur mit dem Bleistift gemalt. Das hatte nicht nur den Nachteil, dass ich relativ spät den Umgang mit Farben gelernt habe. Es hatte auch den Vorteil, dass ich sehr, sehr früh gelernt habe, Formen und Figuren zu erfassen. Schattieren habe ich gelernt dadurch. Und das hat mir jetzt in der Retrospektive viele, viele Vorteile gebracht. Ich bin wirklich froh, dass ich mich geduldig damit auseinandergesetzt habe. Wichtiger als Farben ist für mich der Umgang mit Formen und Gebilden, wobei beides Hand in Hand geht. Aber der Bleistift hilft dabei, Formen sofort zu erfassen. So viel dazu. Aber wir wissen ja, ein Bleistift besteht aus Graphit. Graphit hat die Eigenschaft, dass es glänzt. So, Faber-Castell hat dem Ganzen ein bisschen abgeholfen, indem sie matte Graphitbleistifte erfunden haben. Die sind relativ okay und helfen das ein oder andere Mal. Es ist kein Muss, aber ich benutze die gerne. Ich habe das mal für ein Gemälde gebraucht. Ich hatte mal ein Gemälde gemalt, wo doch sehr, sehr viel Bleistift zu sehen war. Ich wollte es möglichst weiß lassen und wenig Farben benutzen. Das machte natürlich die Präsenz des Bleistifts noch deutlicher und ich wollte nicht, dass die Bleistifte glänzen. Also habe ich mir matte Bleistifte gekauft und die sehen so aus. Ihr seht, ich habe die schon relativ stark abgenutzt. Warum nutzt man die so stark ab? Ganz einfach, egal wie sehr man sie anspitzt, Leute, sie brechen relativ früh ab und sie werden relativ schnell stumpf. Das heißt, ich spitze die unendlich oft an. Aber es hat schon was, Leute. Es hat wirklich was. Ich zeige euch mal den Unterschied. So. Nehmen wir mal einen 2B-Bleistift. Übrigens, ihr solltet euch die Bleistifte 2B und HB kaufen. HB, weil es weich ist. Wir brauchen gerade am Anfang weiche Bleistifte, die sich schnell wegradieren lassen. Auf keinen Fall dunkle Bleistifte, um zu skizzieren, Leute. So, wenn wir uns das mal anschauen. Sehen wir, dass es doch relativ stark glänzt. So, wenn wir uns jetzt zum Vergleich einen matten 2B-Bleistift nehmen und damit eine ähnliche Fläche machen, sehen wir, dass es weitaus weniger glänzt. Das hat echt viele Vorteile, Leute. Also es macht auch Spaß damit. Noch eine Sache zur Marke des Bleistifts. Mir ist das scheißegal, mit welchem Bleistift ich male. Ich bin ehrlich, Leute. Wichtig ist nur, dass er vorne immer spitz bleibt.
Die Stifte von Faber-Castell bleiben nicht so spitz und präzise, wie ich das immer möchte. Ich empfehle euch eher die Bleistifte von Staedtler. Die sind immer sehr, sehr scharf vorne und bleiben auch länger scharf als die von Faber-Castell. Präzision ist das Wichtigste. So, das nächste, was ich benutze, ist Tusche und Feder. Die Feder ist eines der schönsten Werkzeuge, die es überhaupt gibt, meine Freunde. Man kann mit der Zeichenfeder die Linienstärke so krass variieren. Super dünne, feine Linien und im Kontrast dazu viele kräftige und harte Linien. Und alles mit einem und demselben Werkzeug, Leute. Ihr seht hier im Video, habe ich jetzt eine etwas kräftigere Feder. Es gibt noch viel, viel feinere Ausführungen, den sogenannten Maro-Pen zum Beispiel. All das eignet sich dazu, um die Linienstärken wirklich stark zu verzehren und wunderschöne, abwechslungsreiche Wechselspiele von Linien zu erzeugen. Das Bild ist komplett mit Feder und Tusche gemalt. Ihr seht, ich habe natürlich auch einen Pinsel benutzt, um hier die Zeichentusche etwas verdünnt und auch dunkler aufzutragen. Wunderschönes Wechselspiel. Ich mag dieses Bild sehr gerne. Das ist ein Porträt von einem meiner Lieblingsschriftsteller, Bukowski. Noch eine Sache zur Tusche. Benutzt am besten wasserfeste Tusche. Wasserfeste Tusche hat einen Vorteil, und zwar könnt ihr damit auf Flächen, die ihr schon mal bemalt habt, auch auf Leinwand, das Ding auftragen, ohne dass das Ganze zu stark verwischt und alles. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ich zeige euch noch ein Bild, wo ich wasserfeste Tusche benutzt habe. Bei diesem Bild zum Beispiel habe ich den Rand der Figuren mit wasserfester Tusche gemalt. Nicht mit Acryl, wie ich den Rest des Bildes ausgefüllt habe, sondern tatsächlich mit wasserfester Tusche. Um das Ganze aufzutragen, habe ich einen sogenannten chinesischen Pinsel benutzt. Das Ding eignet sich wunderbar dafür, auch um solche Schriftzüge aufs Papier zu bringen und ein paar kleinere Feinheiten, wie hier im Hintergrund. Ich liebe es, Leute. Was sagt ihr dazu? Aber ebenso wichtig wie mein chinesischer Pinsel, den ich über alles liebe und der zu meinem treuen Begleiter geworden ist, sind meine Feinliner, Leute. Ich benutze die Feinliner der Marke Molotow und Micron, beide äußerst gut, wobei die Micron Feinliner sich noch besser dafür eignen, um auf unebenen Oberflächen zu malen, wie zum Beispiel, wie ihr eben gesehen habt, auf meinen Acrylgemälden. So, welchen Vorteil hat denn ein Feinliner gegenüber einer Zeichenfeder? Ganz einfach, die Feinliner verwischen nicht so stark wie zum Beispiel die Farbe auf der Spitze einer Zeichenfeder. Das ist besonders gut, wenn man Anfänger ist. Ich empfehle Anfängern lieber mit den Feinlinern anzufangen als mit der Zeichenfeder. Das Bild habe ich im Gegensatz zu diesem Bild von Bukowski nur mit Feinlinern gemalt. Ihr merkt, die Art und Weise, wie die Linien gezogen werden, ist stark anders als das, was hier zu sehen ist. Hier haben wir super viele Variationen in der Linienstärke, hier eher nicht. Aber trotzdem können wir super feine Linien ziehen, wie wir hier sehen, super feine Schraffierungen und Schattierungen. Es ist ein Fest, es macht unglaublich viel Spaß, mit Feinliner solche Feinarbeiten auszufüllen. Man fühlt sich gut aufgehoben damit, sagen wir so. So, und wenn wir schon bei Feinlinern sind, lasst mich noch eine Sache hinzufügen. Auch Feinliner eignen sich gut dafür, mit Wasserfarben zu experimentieren. Die Umrisse dieses Bildes habe ich nur mit Feinlinern gemalt, der Marke Micron. Und ihr seht, das Geile bei den Feinlinern ist, es vermischt sich nicht mit den Aquarellfarben. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn ihr Feinliner kauft, achtet darauf, dass sie wasserfest sind. Gerade hier bei solchen Aquarellillustrationen entscheidet das darüber, ob das Bild gut oder miserabel wird. Und wenn wir schon über Aquarellfarben sprechen, lasst uns auch über diese wunderbar fließende Eigenschaft der Aquarellfarben sprechen, die wir zum Beispiel hier im Hintergrund sehen. Ihr seht, ich habe nicht allzu viel nachgedacht. Ich habe die Farben einfach ihren Lauf nehmen lassen. Aquarellfarben haben ein eigenes Bewusstsein. Sie haben den Drang, sich zu verbreiten und zu fließen. Das ist einfach wunderschön, meine Freunde. Und das Geniale, das absolut Geniale bei Aquarellfarben ist, man kann nicht nur fließende Hintergründe erzeugen, sondern auch scharfe Kanten, scharf geschnittene Schattierungen. Das ist wunderschön, Leute. Das liebe ich. Und ein Wechselspiel dieser beiden Eigenschaften ist einfach unvergleichlich schön. Ich liebe es. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja Harut, welche Aquarellfarben benutzt du denn? Ich benutze zum einen die Ecoline Aquarellfarben, flüssige Aquarellfarben. Diese Bilder, die ihr hier seht,
wurden mit E-Coline-Wasserfarben gemalt. Und ich habe nur 10 davon, Leute. Aber mit diesen 10 Farben, unter denen es keine Hautfarbe gibt, kann man, surprise, surprise, natürlich auch Hautfarbe mischen. Und diese Dinger sind unfassbar günstig. Ich glaube, ich habe nur 30 Euro bezahlt für 10 Farben. Und die Farbenvielfalt, die wir hier zu sehen bekommen, war es allemal wert. Aber ich male nicht nur mit flüssiger Aquarellfarbe, wie es die meisten Manga-Zeichner tun und ich auch am liebsten. Ich male auch mit fester Wasserfarbe von Schminke. Schminke ist eine wirklich großartige Marke. Die Farben sind besonders lichtecht. Das heißt, unter Einfluss von Licht behalten sie die Schönheit ihrer Farben noch. Wenn wir diese Aquarellfarbe von Ecoline zu sehr ins Licht halten, wird die Farbe etwas blasser. Darauf müssen wir aufpassen, Leute. Das heißt, wenn ihr Bilder mit Ecoline Wasserfarbe malt, schützt sie vor Licht. Licht kann aber dieser Farbe von Schminke wenig anhaben, Leute. Daher auch der Preis. Dieser kleine Kasten hat mich 150 Euro gekostet. Meine Güte. Aber das hat eben gewisse Vorteile. Die Farben leuchten teilweise noch krasser. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht auch, mit günstiger Aquarellfarbe kann man wirklich einzigartige, schöne Bilder malen. Ich hatte jedenfalls mehr Spaß mit denen hier. Es macht mehr Spaß, mit flüssiger Aquarellfarbe zu malen, finde ich. Aber hin und wieder möchte man natürlich auch neue Dinge probieren. Und mit denen hatte ich natürlich auch mehr Spaß. Auch wenn ihr seht, ich habe sie noch nicht allzu viel benutzt. Nichtsdestotrotz, auf Schminke kommen wir nachher noch zu sprechen. Die machen auch wunderschöne Acrylfarbe. Jetzt fragt ihr euch vielleicht auch, ja Harut, mit welchem Pinsel trägst du die Farbe auf? Ich habe tatsächlich alle diese Bilder nur mit diesem einen Pinsel gemalt, Leute. Von Da Vinci Petit Gris Pur. Oder wie man das auch ausspricht auf Französisch. Jedenfalls, dieser Pinsel ist unfassbar gut, Leute. Ich habe die Größe 2 benutzt. Ich konnte damit wunderschöne Feinheiten malen, aber auch so großflächige Hintergründe. Einfach genial, Leute. Dieser Pinsel hat mir so treue Dienste geleistet, das glaubt ihr nicht. Er hat mir so gut gefallen, dass ich mir für 60 Euro auch noch diesen riesigen Pinsel hier gekauft habe. Der hier hat ungefähr 30 Euro gekostet. Beides die gleiche Marke, beides der gleiche Pinsel, nur verschiedene Größen. Ansonsten könnt ihr auch die hier benutzen von Rico Design. Auch sehr, sehr gut, auch etwas teurer, muss ich sagen. Aber es lohnt sich, Leute. Ich würde an eurer Stelle lieber etwas mehr Geld in die Pinsel investieren, weil davon werdet ihr später stark profitieren. Was ich euch uneingeschränkt empfehlen kann, sind die Aquarellpinsel von Da Vinci. Damit könnt ihr nichts falsch machen. Synthetische Aquarellpinsel von Da Vinci sind immer sehr, sehr gut. So, und um eine inhaltliche Brücke noch einmal zu den Feinlinern zu bauen, lasst mich eine Sache anmerken. Die Umrisse der Feinliner eignen sich nicht nur dazu, sie mit Aquarellfarben zu füllen. Nein, die Umrisse der Feinliner, die ich euch hier schon gezeigt habe, eignen sich auch dazu, sie mit Copic Marker zu füllen, Leute. Ihr seht direkt, was für ein krasser Unterschied des Farbauftrags wir haben. Hier wunderbar fließende Farben, hier keine fließende Farben, sondern harte Kanten, wenig Übergänge. So, ihr fragt euch, welche Copic Marker benutze ich? Ich benutze die Copic Chow Marker, auch die haben mir treue Dienste geleistet. Aber sie eignen sich halt, finde ich, für etwas eindimensionalere Zeichnungen besser als für solche. Deswegen bevorzuge ich auch immer Aquarellfarbe. Es sieht einfach glänzender, es sieht einfach lebendiger aus, finde ich, als das hier. Wobei das hier jetzt auch nicht schlecht aussieht, das wollen wir natürlich nicht behaupten. So, meine Freunde, jetzt nachdem wir zwei der wichtigsten Farbgebungsmethoden besprochen haben, nämlich Koloration durch Aquarellfarben und durch Copic Marker, wird es Zeit, eine dritte Farbgestaltungsmethode ins Boot zu holen, nämlich Acryl. Aber bevor wir auf die Acrylfarbe aus den Tuben zu sprechen kommen, müssen wir eine andere ganz, ganz wichtige und weit unterschätzte Methode besprechen, nämlich Koloration durch Acryltusche. Jawohl, Leute. Etwas, was ich sehr, sehr selten bei Manga-Künstlern sehe, was ich, wenn ich ehrlich bin, noch bei gar keinem Manga-Künstler gesehen habe, ist Koloration durch Acryltusche. Sie eignet sich jetzt nicht dazu, um schöne Farbübergänge und so weiter zu machen, wobei man auch das durch experimentelle Möglichkeiten ein bisschen ausreizen kann. Ich empfehle euch Acryltusche wirklich nur, um große Flächen nicht nur ebenmäßig, sondern auch kräftig mit vibrierender Farbe auszumalen. Acryltusche leuchtet anders, Leute. Acryltusche
leuchtet von innen heraus fast noch stärker als Aquarellfarbe. Und deswegen habe ich Acryltusch auch genutzt, um das Cover meines Buches damit auszuschmücken. Diese Farbe glänzt wirklich. Ich glaube, auf den Covern des Buches kommt es gar nicht so krass rüber, wie es hier glänzt vor Ort. Aber so ist das immer, Leute. Wenn ihr die Mona Lisa im Museum seht, ist sie natürlich viel ausdrucksstärker als auf Bildern. Also, jedenfalls hat es mir wirklich viel Spaß gemacht, damit rumzuexperimentieren. Und auch für beide Bilder hier habe ich für die Umrisse Fineliner benutzt, ganz wichtig. Hier nochmal ein Vergleich zwischen der originalen Illustration und dem Buchcover. Die Farben hier sind sehr gut eingefangen, Leute, aber beim Original glänzt das Ganze nochmal von innen heraus. Die Farbe vibriert. Es sieht wirklich sehr, sehr lebendig aus. Ich hoffe, eines Tages werdet ihr meine Bilder im Museum sehen. Dann werdet ihr erkennen, wie stark die Farbe leuchtet. Das Buch jedenfalls wird euch nochmal zeigen, wie alle Techniken anzuwenden sind, Leute. Ich habe das alles hier genauestens erklärt für diejenigen, die noch einmal reinschauen wollen. Die Techniken werden hier sehr, sehr gut erläutert. Link dazu ist in meiner Bio, Leute. Ihr könnt gerne nachschauen. Aber dieses Bild hier bleibt eines meiner wichtigsten Bilder überhaupt, weil es das Cover für mein erstes Buch war. Ich liebe es, Leute. Was sagt ihr dazu? So, und sowohl für Aquarell als auch für Acryltusche braucht man das richtige Papier. Ich benutze immer gerne das Aquarellpapier von Canson. Ganz, ganz wichtig, 300er Papier brauchen wir. Nichts anderes, das reicht völlig. Das Papier ist relativ dick. Und das, was ich so großartig finde bei diesem Block, ist, dass die Vorderseite rau ist. Das bietet sich an, um Aquarellfarbe schön fließen zu lassen. Und die Rückseite ist sehr, sehr glatt, Leute. Sehr, sehr glatt. Darauf kann man wunderschön mit Fineliner noch operieren. Und einfach wunderbar. So, Leute, jetzt kommen wir dazu, wie ich solche Acrylgemälde male. Welche Materialien brauchen wir? Was genau benutze ich? Darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Meine Acrylbilder bestehen aus unfassbar vielen verschiedenen Materialien, aber das Wichtigste, um sie zu skizzieren, sind natürlich Acrylfarben. Es gibt unzählige verschiedene Arten von Acrylfarbe, aber ich empfehle euch ein paar. Die besten, besten, besten Acrylfarben, die ich je benutzt habe, sind von der Marke Schminke, Leute. Es ist unfassbar, wie stark der Unterschied ist zwischen teurer Acrylfarbe und günstiger Acrylfarbe. Diese Farben leuchten ungleich stärker. Diese Farben eröffnen ein neues Universum von Farbbrillanz. Diese Farben werden bis in alle Ewigkeit leuchten, Leute. Es ist unfassbar, wie stark die Qualität variiert. Ich habe angefangen mit diesen günstigeren Farben von Liquitex, die sind großartig und auch viele große bekannte Künstler benutzen diese Marke. Aber wie krass der Unterschied ist zwischen so einer Farbe und so einer von Schminke, das ist unfassbar. Die hier sind aber fucking teuer, Leute. Ein paar wenige davon kosten 50 €. Es ist unfassbar. Mit denen ist man weitaus besser bedient, wenn man Geld sparen möchte. Hier ist auch viel mehr Inhalt drin. Da benutze ich manchmal auch noch die hier von Bösner auch ganz gut. Und die hier sind auch ganz gut, Leute. Ihr seht, die Tube ist schon fast leer. Ich habe die übrigens von einer verstorbenen Künstlerin gekauft und ich benutze sie bis heute noch. So, aber wenn ihr wirklich das Beste vom Besten benutzen wollt, dann empfehle ich euch diese Farbe von Schminke. Unfassbar schön, wirklich unfassbar schön, Leute. Ich bin der Meinung, ein guter Künstler kann auch aus billigen Farben großartige Bilder machen. Ja, ich habe auch mit diesen Bildern tolle Bilder gemalt. Aber mit Acrylfarbe von Schminke gelingt dir ein bisschen besser. Das hier soll übrigens keine Werbung sein. Ich scheiß auf Schminke, aber ihr versteht schon, was ich meine. Die Dinger sind verdammt gut. So, wie trage ich meine Acrylfarbe auf? Mit verschiedenen Pinseln. Hier einen großen Pinsel für große Flächen. Ihr habt gesehen, meine Bilder bestehen aus teilweise richtig großen Farbflächen im Hintergrund. Und hier noch ein paar Pinsel für die Details. Natürlich kann man auch noch viel dünnere Pinsel nehmen. Es gibt unzählige verschiedene Möglichkeiten. Ich habe auch ein paar dünne Pinsel für Details, aber das hier sind die wichtigsten für mich. Und ihr merkt, die haben eine ganz andere Struktur als meine Aquarellpinsel. Und wir bleiben bei Acrylfarben, aber diesmal nicht aus der Tube, sondern aus den Stiften. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Warum trägt Haro jetzt Aquarellfarbe mit Stiften auf? Ich sag's euch. Erstens, weil man mit Acrylstiften ebenmäßige Linien ziehen kann und zweitens, weil man damit sehr, sehr präzise arbeiten kann. Schaut euch mal diese Spitze an, Leute. Mit dieser Spitze könnt ihr Acryl
sehr, sehr genau auftragen. Ich zeige euch das gleich auf meinem Bild. Aber man kann auch relativ dicke Linien auftragen mit Acryl. Beides hat seine Vorteile, aber ich tendiere eher zu diesen Stiften. Ich zeige euch gleich, wie das auf meinem Gemälde aussieht. Hier könnt ihr sehen, diese Umrisse habe ich alle mit Acryl gezeichnet. So feine Linien mit dem Pinsel zu ziehen ist fast unmöglich. Und so feingliedrige Füße zu zeichnen ist auch sehr, sehr schwer mit dem Pinsel. Und wenn wir genau hingeschaut haben, haben wir auch gemerkt, dass mein Bild auch aus Buntstiften besteht. Jawohl, Buntstifte sind auch Bestandteil meiner Bilder, ein integraler Bestandteil, fast schon kann man sagen. Ich benutze gerne die Polychromos von Faber-Castell, einfach weil sie auch wunderschön glänzen und eine große Farbbrillanz haben und weil man damit viele Feinheiten malen kann. Ich zeige euch das gleich auf meinem Bild. Hier sehen wir zum Beispiel, dass das Fell wirklich nur mit Buntstift gemalt worden ist und auch hier die Details, alles mit Buntstift. Und warum? Ganz einfach, der Buntstift kommt wunderschön zur Geltung auf der rauen Struktur der Leinwand, Leute. Ich liebe es. Und hier seht ihr nochmal die wunderschön vibrierende Farbe dieser Schminke-Acrylfarbe. Ich liebe es, Leute. Aber das war es immer noch nicht, Leute. Ich benutze noch viele, viele andere Materialien für meine Gemälde. Zum Beispiel Öl und Pastellkreide. Beide dafür gedacht, um ein paar kleine Details hinzuzufügen, die vielleicht dilettantisch aussehen, aber doch in ihrer Wirkung sehr, sehr beabsichtigt sind. Hey Leute, das jedenfalls waren meine Zeichenmaterialien. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es ist wirklich eine große, große Menge an Materialien, die ich benutze. Deswegen seid nachsichtig mit mir, wenn ich vielleicht irgendwas vergessen haben sollte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Videos ihr euch noch von mir wünscht. Vielleicht mache ich mal einen Rundgang und zeige ein paar meiner Gemälde und erkläre was dazu. Überrascht mich, schreibt was in die Kommentare. Ich wünsche euch was, Leute. Bleibt cool. Bis bald.